fertig zu kommen, um am selben fertig zu kommen, um diesen Wächtergedanken zu fechten und feiern. Wenn ich schon. 9.10.11. September 2011. Wenn? 9.10.11. September 2011. 9.10. und 11. drei Tage. Aber jetzt fängt schon mindestens drei Tage. Also die Frühstück der Leute machen die Presse gleich. Wir haben halt ganz prominente viele Filme und Fotografen da. Wir haben auch heute Spiegel-TV da, ganz aktuell. Sie begleiten sich wahrscheinlich auf deiner Wahlkampf-Tournee. Und schön, dass Sie mal, jetzt vorhin schon gesagt, wie Sie am Eingang Sie begrüßt haben, mal eine uralte Veranstaltung mitkriegen. Herzlich willkommen. An der nächsten Seite Leo Hiemer. Reichsträger des Wächtergeier Heimatweises mit seiner Begleitung. Er ist der Filmemacher und derjenige, der den Film dreht, hat der Holmstadt und Leipzig, die nicht wissen. Sein Zeichen am Schulhof. Vis-à-vis, ist die da, Wagenleiter. Herzlich willkommen und schön, dass Sie Ihre Farbe gebraucht haben. Eine gute Bekannte und Stammgast in Heglos beim Gerichtstag, Frau Doris Schell, stellvertretende Landrätin vom Landkreis Lindau, und sie hat diesmal ihren Mann mitgebracht. Die Volkspartei bei West ist vertreten durch die Frau Peter. Irgendwelche? Jawohl, herzlich willkommen. Und der Herr Weber von Heglos. Herzlich willkommen, Leiter, der sich auch noch, der Bürgermeister hat sich entschuldigt. Er hat seinen Stammvertreter, Herr Wild, geschickt. Herzlich willkommen, Herr Wild. Daneben noch eine Brauerei Gewiesene, Frau Scholz mit seiner Gattin. Ja, auf der anderen Seite, da sitzt noch mal eine Bank, die Volksbank, die Raiffeisenbank Westallgäu. Herzlich willkommen, Herr Weiler. Und der Bürgermeister Altbürgermeister von Erzbischof-Scholle. Und der Herr Weiler. Von Armin Fiedler und Arno Engloff.
Hans Schulstrich zu begrüßen. Mit unserer, mit seiner Gattin und seiner Familie. Er ist ja der langjährige Theaterregisseur von der Seelowscher Freundlichkeit. Herzlich willkommen, Herr Hans. Gerichte, das alte Eglowser Gericht der Grafschaft
wie gesagt, am Mittwoch Pink und Marini auf dem Dorfplatz in Eglaus gehalten wurde und das Gericht auf dem Buch bei Schäder. Viele kennen diese Gerichtsstätte oberhalb von Dresdenbach, wo also die Freien Gericht gehalten haben. Schönauer Gericht war die Verhandlungsstätte der Freien außerhalb der Grafschaft Eglos. Es war zuständig, dieses Gericht, für jene privilegierten Bauern, die zwischen Bender und Oberstauf angesiedelt waren und zu Eglos gehörten. Also Sie merken, wir haben ja nicht ganz bewusst ein grenzüberschreitendes Gericht gemacht, weil wir an die alte Tradition anknüpfen wollen. Damals war Eglos auch zuständig für viele, die in bis Oberstauf verbreitet und gesiedelt und angesiedelt waren, war Eglos also Gerichtsstätte und zuständig. Das wollen wir wieder erreichen. Nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, wir wollen jetzt irgendwie mit einmarschieren in den Bayerischen Allgäu, sondern wir wollen es auf diese Art erobern. Ihre Privilegien ließen sich die Freien von jedem Kaiser neu bestätigen. Der Urkundenschatz liegt weitestgehend heute noch im Archiv des bereits im Mitte 16. Jahrhundert erwähnten Eglofser Rathaus. Also Eglof hat im 16. Jahrhundert wie eine Rechtsstadt und ein eigenes Rathaus besessen. Das sind auch diese Kaiserurkunden, die darin gelegt und soviel ich weiß, sie waren einer der wenigen Orte, die Kaiserurkunden in Baden-Württemberg haben. Weil 1806 ist es so, da haben die Stuttgarter das alle Kaiserurkunden examen schon nach Ludwigsburg ins Archiv gefahren und da hat natürlich Eglos vergessen, weil sie denken, da gibt es keine Kaiserurkunden. Und seitdem liegen die schön da im Tresor drinnen und sie sind die Seele von Eglos. Kaiserhafter hat schon auch Kohle will, aber ich sagte, bleiben da. Diese Privilegien haben sich also die Freien Bauern immer wieder vom Kaiser neu bestätigen lassen. Also jeder neue deutsche Kaiser, der das Amt angetreten hat, hat den Eglosser diese Rechte wieder bestätigt, dass sie diese alten Rechte haben. Diese Rechte galt es gegen die Territorialbestrebungen der Pfandherren zu behaupten und mitunter zogen die Bauern schon mal gegen einen Pfandherren in kriegerischer Absicht zu Felde. Also das ist immer ganz einfach gewesen. Bis zum Jahre 1806, also nahezu 600 Jahre lang, beharrten die Bauern in vielen Auseinandersetzungen auf ihre Freiheit. Historiker sprechen vom Widerstand als dem prägenden Merkmal Eglofsers Geschichte. Dieses aufrechte Gehen, weil durch die Zeit möchte ich betonen, möchten wir auch als Vision für die Zukunft an unsere Jugend weitergeben. Unabhängig vom Zeitsturm, und unabhängig von Zeiterscheinungen dieser aufrechte gerade Gang, dieser stolze Gang, dieses Beharren auf alte Rechte soll weiter tradiert werden. Wir möchten historisches Wissen und die positiven Seiten der Vergangenheit unserer Gesellschaft in die Zukunft tradieren. Der Gerichtstag soll in der Zukunft, wie auch in der Vergangenheit, auch in Vermont gestaltet werden und wir versuchen auch hintergründiges Wahres ans Tageslicht zu bringen. Unverkrampft sollen Bürger ihre Meinung sagen können. Ich fordere Sie also da auf, rege teilzunehmen. Wenn Ihnen was gefällt oder wenn Ihnen was nicht gefällt oder wenn jemand da ist, wenn es einem gilt, irgendetwas abzustellen. Vielleicht kommt am Gerichtstag auch Ideen geboren. Wir glauben, dass wir uns dies unseren Altvorderen, den Freien von Eglos, schuldig sind. Dankeschön.
Steigeier Heimatpreis habe ich die Ehre, kurz zu sagen, was ist das für ein Preis, woher kommt er? Die Ideen sind entstanden für den Steigeier Heimatpreis und man hat dann eine Skulptur gesucht und der Künstler in Egos ist der Bernhard Schnetzer. Er hat eine damals sicherlich unmögliche Aufgabe bekommen von Kerle und von mir. Er hat eine Beschreibung gekriegt vom ganzen Allgäu, von dem Mut, von dem Leben und alles soll diese Skulptur darstellen. Und der Bernhard hat es dann hervorragend geschaffen, indem dass er einen Luckenriegel uns vorgestellt hat, also einen Holzkörper, den dann jetzt ab dem Moment, wo der geschaffen wurde, dann der Dorfstaatliche Förderverein jedes Jahr stiftet als Bronzefigur, die eben viele Dinge beinhaltet. Wenn man genau sieht, ist auch ein Adler drin, es könnte der Hochkraut sein, es könnte ein Engel sein. Es sind viele Dinge, die man sich darunter vorstellen kann. Das soll im Prinzip die ganze Wucht, der Urwucht vom Allgäu darstellen. Verliehen wird er an Preisträger, die sich um das Allgäu, Westallgäu bemüht haben und auch eingesetzt haben. Es ist nicht zwingend notwendig, dass sie im Westallgäu wohnen. Es ist auch nicht zwingend, dass sie im Westallgäu geboren sind, sondern es ist zwingend, dass sie sich für das Westallgäu eingesetzt haben und eine Arbeit, eine Lebensleistung für das Westallgäu, besonders auch für Hennert und Derert, eingesetzt haben. Verliehen wird er jedes Jahr am Wirtpass, am 2. Februar, trifft sich das Kuratorium. Die Beisitzer vom Kuratorium ist schon mal der Dr. Leist, als Vorstand vom Heimatpflege Württembergisches Allgäu oder so. Das ist das mit dem Deutschen der Allgäu, das gibt es immer so lange Namen. Dann ist der Georg Wagner dabei, von Oberstaufer. Dann ist auch immer, manchmal, warum immer war er dabei, aber er hat manchmal entschuldigt gewesen, der Schmelzenbach auf einem Bregenzer Wälder, denn das Allgäu geht ja Sulzburg auch ein bisschen Bregenzer Wald rein. Dann ist weiterhin der Karl Stiefenhofer vom Heimatbund dabei und es ist, bin ich als Vorstand vom Dorfstaat und Förderverein dabei und der Wolfgang Renz für die Geschichtsfeier von Linus. Und dieses Jahr, und das wird dann jedes Jahr verteilt und vergeben. Und entschieden. Es muss nicht jedes Jahr ein Preis verliehen werden, aber bis jetzt haben wir noch einen Kunden, der ein würdiger Preisträger ist. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Preisverleihung. Dankeschön. Ich bitte jetzt auf die Bühne, und zwar den Herrn Adrian Ramschwey. Er wird die Laudatio halten für den diesjährigen Preisträger, für Herrn Hans Schuschnigg. Er kommt aus Altusried und ist dort ja, Kulturamtsmanager, möchte ich mal so sagen. Man sieht ihn und kennt ihn von den Freilichttheatern in Altusried, wo er dann teilweise die Gäste begrüßt, aber vor allen Dingen, weil er ein sehr interessanter und sehr guter und leidenschaftlicher Schauspieler auf den Bühnen von Altusried ist. Lieber Herr Ramschwey, bitteschön. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Der ungarische Schriftsteller Franz Molnár sagte einmal das wohl wahrste Wort, das man über Theater überhaupt sagen kann, natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern. Schlechteste Jahreszeiten für Theater sind Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Er, der diesjährige Preisträger des Westallgäuer Heimatpreises, würde dem guten Molnár glatt widersprechen und er hat dann sicherlich auch verdammt recht. In wenigen Worten über ihn was sagen zu wollen, ist ein beinahe aussichtsloses Unterfangen. Und ich fühle mich sehr geehrt, nicht nur, dass ich als Oberallgäuer hier im Westallgäu mal hier auf der Bühne stehen darf, sondern dass ich auch die große Ehre habe, die Laudatio für dich, lieber Hans, heute Abend halten zu dürfen. Wir kennen uns jetzt seit, glaube ich, knapp 30 Jahren.
Es ist kaum zu glauben, wenn man uns zwei anschaut, kann altersmäßig eigentlich gar nicht hinhauen. Viel habe ich mit dir erleben dürfen, viel habe ich von dir gelernt, wobei du auch immer einer warst und bist, der auch immer wissbegierig war und es auch geblieben ist, so ganz nach Goethes Faust. Zwar weiß ich viel, doch möchte ich nach Möglichkeit alles wissen. Um eine kleine Rückschau zu halten, hier nur ein paar ganz wenige Stationen aus deinem abwechslungsreichen Leben. Du hast 1956 in Hermannstadt in Rumänien die deutsche Bühne am dortigen Staatstheater eröffnet. Du erhielst von 1962 bis 1969 Berufsverbot und bist daraufhin ans Landestheater Temeswar ausgewichen, um allerdings anschließend wieder nach Hermannstadt zurückzukehren. 1979 bist du im Alter von 52 Jahren, ich hoffe, ich habe richtig gerechnet, nach Deutschland ausgesiedelt, zunächst nach Münster und Bremerhaven, bevor du, Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank, 1981 dann eine neue Heimat hier im Allgäu gefunden hast und das in allererster Linie zunächst in Altusried. Dort hast du 1982 das erste große Freilichtspiel, nämlich den Wilhelm Tell, in Szene gesetzt. Und ich und sicherlich viele, viele Altusrieder werden es nicht vergessen, wie du zum Ende dieser Spielzeit, also am Abschlussfest der Tell-Spiele, deine Frau, die Beatrice, und deine beiden Söhne, Tristan und Marc, nach langer Zeit endlich wieder in die Arme schließen konntest. 1985 warst du maßgeblich daran beteiligt, dass es jetzt in Altusried ein eigenes kleines Theater gibt. Ein kleines kommunales Theater, das sich komplett selber trägt, das darüber hinaus noch schwarze Zahlen schreibt, das viel investieren kann und das auch noch ohne Zuschüsse von der öffentlichen Hand. Und von den bisher rund 150 Premieren, die dort gespielt wurden, zeichnest allein du für über 80 Stücke verantwortlich, die du inszeniert hast. Vom Märchen bis zum Klassiker, vom zeitgenössischen Stück zur Operette und Singspiel, vom Boulevard zur anspruchsvollen Komödie. Es gibt, denke ich mal, kaum ein Genre, das du nicht bedienen kannst. Eine weitere große Serie an Freilichtspielen folgte und somit hast du das Theaterleben in Altusried deinem Stempel aufgedrückt, aber eben nicht nur in Altusried. Im Laufe der Jahre hast du dein Betätigungsfeld praktisch auf das ganze Allgäu ausgeweitet. Und oftmals bist du in den Inszenierungen in Personalunion tätig gewesen. Du hast die Stücke bearbeitet, du hast Regie geführt, das Bühnenbild und die Kostüme entworfen, warst daneben noch als Requisiteur tätig und nebenzu vielleicht auch noch, wenn es nötig war, als Schauspieler. Und dann immer getreu nach deinem Motto, und entschuldige, wenn ich da so ein bisschen schmunzel, vor allem dann, wenn es dem einen oder anderen, mit dem du zusammengearbeitet hast, wieder nicht schnell genug ging. Dein Motto und dein Credo: ein Stück muss bei der Premiere fertig sein und nicht vorher. Und so manche Redewendung blieb deinen Mitstreitern sicherlich auch im Gedächtnis, wie beispielsweise, obwohl du ja jemand bist, der sehr viel Wert darauf legt, gepflegtes, gutes Deutsch zu sprechen, gute Artikulation, und dann kam bei dir trotzdem bei manchen Proben immer solche Dinge raus wie: nicht mach das! Nicht sag das! Und eigentlich müsste es ja richtig heißen: mach das nicht oder sag das nicht. Aber gut, jedem Regisseur sei eine kleine, entschuldige, Macke sicherlich erlaubt. Ja, und seit 1993 bist du eben jetzt auch im Westen des Allgäus tätig, nämlich hier in Egloffs. Und wir Altusrieder haben das am Anfang mit einer Portion Skepsis beobachtet. Der wird uns doch wohl nicht untreu werden. Wurdest du nicht. Und ich darf dir versichern, wir aus dem Oberallgäu sind immer sehr gerne hierher gekommen, nach Egloffs und ins Theater gegangen. Und das nicht ganz ohne Stolz, logischerweise, weil es ja schließlich unser Hans, der hier tätig war. Seit 1993 führst du hier Regie. Dein Debüt gabst du damals mit der Inszenierung des Stücks Recht muss Recht bleiben. 1998 dann die Diebslichter, 2001 34 Kreuzer, 34 Stricke, zusammen, glaube ich, mit Tristan.
wenn ich das richtig recherchiert habe, 2003 kam dann Katharina oder das siebte Buch Mose, 2006 Rosen im Salz, 2009 der Waldteufel und bereits jetzt hast du ja schon wieder begonnen, die Arbeiten zur Wiederaufnahme von Diebslichtern. Du hast mir gerade eben erzählt, die Besetzung steht, die Proben beginnen am 27. 18 Uhr schätze ich mal, oder? Okay, 19.30 Uhr für alle, die da beteiligt sind. Daneben warst du natürlich auch hier immer mitverantwortlich für die Textbearbeitungen. Du gabst Anregungen zur musikalischen Gestaltung, hast dich in Kostümfragen und natürlich auch ins Bühnenbild mit eingemischt. Und wie könnte es auch anders sein bei dir? Und immer wurden deine Inszenierungen hier mit viel Beifall und Begeisterung bedacht und diskutiert. Ja, und gerade deine Vielseitigkeit war es immer, die Menschen, mit denen du zusammengearbeitet hast, fasziniert und begeistert. Deine schier unbegrenzte Fantasie, mit dem Ergebnis manchmal aus nichts, aber wirklich aus nichts, doch etwas zu zaubern. Oder dein enormes Theaterwissen. Bist du doch praktisch, ja, wie soll man sagen, ein wandelndes Theaterlexikon, was von vielen, auch arrivierten Theaterleuten, neidlos und mit viel Anerkennung attestiert wird. Du hast immer zur rechten Zeit die gute, zündende Idee und du besitzt die wunderbare Gabe, und das weiß ich wirklich jetzt auch aus eigener Erfahrung, nämlich einen Schauspieler so zu führen und zu formen, ohne dass der das groß registriert, geschweige denn mitbekommt, was mit ihm im Moment eigentlich passiert. Ein Wesenszug, der dir zu eigen ist und in diesem Geschäft sicherlich nicht unbedingt selbstverständlich. Du behältst dein Wissen nicht für dich, sondern gibst es an andere sehr, sehr gerne weiter. Und ich hoffe und wünsche mir, dass das noch viele Jahre so bleibt. Und ich bin überzeugt, wenn deine liebe Gattin auch weiterhin ihrem Hansi den Rücken stärkt und tatkräftig zur Seite steht, denn wir wissen ja alle, hinter jedem erfolgreichen Mann steht nun mal eine sehr starke Frau, dann wird das sicherlich auch so sein. Und ich denke, in deinem Fall kann man das Berufsleben in einem Ausspruch vom ganz großen Theatermann Max Reinhardt zusammenfassen, der da lautet: Ich glaube an die Unsterblichkeit des Theaters. Es ist der letzte Schlupfwinkel für diejenigen, die ihre Kindheit in die Tasche gesteckt und sich damit auf- und davon gemacht haben, um bis an ihr Lebensende weiterzuspielen. Lieber Hans, in diesem Sinne, ad multos annos, ich gratuliere dir sehr herzlich zu dieser wunderbaren Auszeichnung. Du hast es verdient. Vielen Dank. Zeit und auf das, was während dieser Zeit sich ereignet hat,
und entstanden ist. Vor mehr als einem Dutzend Jahre, also noch im vergangenen Jahrhundert, riefen eines Tages, ich war in der Sattentheaterkästen unterwegs, Unbekannte, meine Frau, die damals an der Rolle der Königin Elisabeth studierte, an und erkundigten sich, ob ich nicht gewillt sei, bei der Inszenierung eines Theaterstückes behilflich zu sein. Ein für sie unbekannter Dialekt und das Tempo, in dem der Sprecher sein Anliegen vorbrachte, mögen dazu beigetragen haben, dass sie nicht mehr verstand als die geheimnisvollen Worte Eglows und Westauer. Dass es ihr gelang, eine Telefonnummer zu notieren. Ich zog zunächst in meiner Umgebung Erkundigungen ein und erfuhr Bemerkenswertes. Eglows, des Geizmann, des Heuschpeit Arterbühl und Westallgäu des Geizaut. Die hat auch nicht einmal eine Autonummer. Das ist ja nicht bei der Württemberg. Nun war meine Neugier geweckt. Möglicherweise rufe ich auch nur an, um diese zu befriedigen. Ein Telefongespräch ins Niemandsland. In der darauf folgenden Diskussion wurde dann der Grundstein gelegt für eine Zusammenarbeit, für die ich genauso dankbar bin wie für dieses schöne Symbol aus Bronze. So kam ich nach Eglows. Ich habe hier im Laufe der Jahre vieles gelernt. Vom Kaiser Friedrich und Meglitz, dem Osterwald und dem Bad Maleuchen, von den Freien von Eglows und ihrem Kampf für ihre Rechte gegen Gesetzes- und Wortverdreherei. Ich habe einen Heimatdichter im besten Sinne des Wortes kennengelernt und bewundern gelernt und weit über 100 künstlerische Mitarbeiter, von denen ich keinen auch als persönlicher Freund vermissen möchte. Kurz, wir haben uns gefunden und Kunst miteinander gemacht. Nicht Kunst um der Kunst willen, sondern Kunst aus ihrer Quelle, aus dem Bedürfnis des Menschen geboren, sie über den Alltag zu erheben. Kunst aus dem Westallgäu, das es ja nicht gibt, für seine Bewohner und ihre Freunde, wie es, sie die Besucherzahlen im stillen Winkel, sehr wohl gibt. Und jetzt, da ich diesen Preis mit dem goldenen Symbol in der Hand halte, kann ich endlich für alle einen konkreten Beweis erbringen. Es ist der Kulturpreis des Westallgäus, der unbestreitbare materielle Beleg, dass es das alles gibt. Es gibt Eglows und das liegt im wunderschönen Westallgäu. Und übrigens heißt die Sue
Leica und nicht so Leica. Das ist mir eigentlich wurscht. Für mich ist das dir so Leica. Ja, darf man höflich fragen, wobei ich den gefällt habe. Ach, Nina hast gefällt. So wichtig bist du jetzt auch wieder nicht. Ja, warum schreist denn in der Gegend rum? Du hast mir gerade nicht gefällt. Das ist doch nur so eine Redewendung. Und übrigens, wie bist du da reingekommen? Ich habe meiner Sekretärin ausdrücklich gesagt, dass ich jetzt heute Nachmittag nicht gestört werden will. Sie hat mir auch leider Wert verspürt, wo ich gekommen bin. Ja. Und warum bist du noch trotzdem da? Weil ich bäuerliche Vorfahren habe. Mein Großvater hat zu meiner Großmutter auf dem Hof nachgeheiratet. Das ist der Beweis, dass ich bäuerliche Vorfahren habe. Sozusagen proletarischer Gemeindemitarbeiter mit agrarischem Hintergrund. Wie hast du gesagt? Proletarier mit arischem Hintergrund. Agrarische, du Depp. Frauen, die was schaffen, waren das. Ja, Michael, ist schon gut. Dein Großvater war also ein Ulbacher Knacht und hat halt auf den Hof sozusagen eingeheiratet. Ja, ich eingeheiratet. Intelligent handelt sozusagen. Mein Großvater hat mir einmal gesagt, du weißt, alles kann ich dir sagen. Du kannst arm auf die Welt kommen, da kannst du nichts dafür. Aber wie der heirisch, das ist dein Seich. Sag, guck einmal, dass du eine Reiche kriegst. Das hat jetzt aber alles nichts mit meiner Frau zu tun, wie du an meiner Sekretärin vorbeikommen bist. Ja, ganz einfach. Weil so ein einfacher Holzarbeiter mehr Grips in seinem ländlich-bäuerlichen Oberstübler hat, wie manch großkopfender Beamter. Michel, jetzt sei doch mal ehrlich. Wenn man es richtig sieht, bist doch du ein Schiss nehmend. Wo ist denn noch dein großer Hof geblieben? Der ist an meiner bäuerlichen Intelligenz zugrunde gegangen. Was meinst du damit? Hast euch du einen Schnaps da? Warum glaubst du, dass du von mir einen Schnaps kriegst? Weißt du, so ein Schnaps ist bäuerlicher Treibstoff, weil die Bauern so intelligent sind. Was hat Intelligenz mit Bauern zu tun? Kennst du das Sprichwort? Intelligenz säuft und Dummheit frisst, hä? Also gut, dann kriegst du einen Schnaps. Ganz einfach. Ich habe der Dame gesagt, dass heute im Dorfläden eine Aktion sei und dass es Müll in einer Sonderaktion um eine Sauce gibt. Michael,
Das glaubst du ja wohl solid, dass dir den Schwindel glaubt hat und da drauf reingefallen ist. Natürlich hat sie das glaubt. Ich hab ihr gesagt, das ist eine staatliche Aktion zur Förderung der regionalen Landwirtschaft. Sie soll sich aber unbedingt den Beleg geben lassen. Wieso ein Beleg? Ja, den soll sie dann zum Bürgermeister bringen und dort werden sie das Geld wieder kriegen. Michael, das bin ja ich, der hat das zahlen soll. Siehst, so geht das, wenn man am Allgäuer einen Zuschuss verspricht. Dann wird er gescheit. Zuschuss, Zuschuss, das ist doch eine kurze Idee. Du weißt doch, dass das kostet also Geld, das wir Steuerzahler vorher zahlen müssen. Du sagst, das wäre ein Furz. Ja, sag mal, noch was, schmeckt's euch da hin also? Michel, bei uns hat's heute ein Kraut zum Mittagessen gegeben. Hast du gehört? Ich bloß gehört, auch geschmeckt. Und dazu noch ein Most vom letzten Jahr. Es ist ja noch minder. Ein Kraut und ein Most. Das ist ja keine Krautosphäre und keine Mostosphäre mehr. Ja, Michel, was denn? Ja, Herr Bürgermeister, nachdem es in Ihrem Büro vom Boden bis zur Decke so menschlich riecht, ja, dann ist es ja eine Biosphäre. Du meinst, mein Büro ist ein Biosphärengebiet? Ganz richtig. Der Schnaps von gerade eben muss mal dein Denkvermögen ein bisschen beschleunigt haben. Mein Büromittel, das sag ich dir. Das ist viel zu klein für ein Biosphärengebiet. Das muss schon größer sein, wenn man einen Zuschuss will. Es gibt eine viel kleinere Biosphäre. Du zum Beispiel mit deinen Emissionen. Du als Bürgermeister hast ein eigenes Biosphärengebiet. Du spinnst, glaube ich, Michel. Ein Mensch kann keine Biosphäre haben. Aber pass auf, das haben wir gleich. Das freuen wir jetzt mal das Wikipedia im Computer. So. Jetzt lass mal sehen, was sagt der Computer? Guck, da steht's. Die Biosphäre ist ein Himmelskörper, in dem Leben stattfindet. So. Gell? Hab ich recht, Michel? In dem Fall, Herr Bürgermeister, muss ich Ihnen ausnahmsweise, aber nur ausnahmsweise recht geben. Siehst, Michel, jetzt wirst auch du gescheit. Weil es nämlich so ist, dass du erstens kein Himmelskörper bist und zweitens in dir kein Leben stattfindet. Michel, die Phase ist vorbei. Jetzt komm schon mal zur Sache. Ja, trinken wir noch einen Schnaps, oder? Mir fastet jetzt. Ist das euch die heutige Zeitung da, Hanne? Lass mal reinschauen, da nicht. Was steht denn da? Biosphärengebiet auf Eis gelegt. Was ist eigentlich das immer für ein Hurengeschiss mit dem Biosphärengebiet? Das ist so. Biosphärengebiet heißt auf Deutsch Geld verdienen durch Zuschüsse, die man selber erfindet. Du musst, da kommt das Geld zurück, das sie euch vorher aus dem Sackhaus gestohlen hat. Genau so ist es. Ja, wenn ich das jetzt richtig verstand, dann ist das so, wie wenn, ja, jetzt sagen wir mal so, die Kur von der Landjugend
dir so leid kann, mehr Europa. Und jeder im Biosphärengebiet kann die Kur melken. Ja, drum heißt sie ja so leicht. So leicht kannst du Geld verdienen. Jetzt kriegst du einen Schnaps, Michi. Prost, Bürgermeister. Also, wir sind die Bauern für die schöne Landschaft zuständig und dürfen es arbeiten. Und die Zimmervermieter und Sie, Herr Bürgermeister, und der Tourismus kassiert. Genau. Und da haben wir doch den alle Namens davor. Aber ich glaube, wir teufeln die Kuh jetzt um. Ja, wie denn? C-Q-Mi. C-Q-Mi. Ja. C-Q-Mi. Zuerst komm ich. Epimachus Lohmgerau, europäischer Kommissar für die Förderung der Region. Meine KI, ich sage mir froh, ich bin, dass ich wieder einmal ins Allgäu kommen darf. Stellt euch vor, wie wir mit dem Flüger in Richtung Memmingen geflogen sind, hat es zweimal auf einmal gezogen. Und mir, mein Kind, hat es ans Fenster angezogen, ich habe schon gemeint, die Scheibe sei gesprungen und mich jetzt gerade noch rausziehen zu der Maschine. Mein Nachbar, so ein junger Spritzer mit einer Fliege um den Hals, hat mich nachher gefragt, was ich denn hätte. Da habe ich gesagt zu ihm, dass das bei mir normal sei. Bei mir haben sie schon als junger Bub festgestellt, dass sie Windschelrute Eigenschaften hätte. Er hat nachher wissen wollen, wie das geht. Und das sei bei dem Wassermangel doch eine gute Eigenschaft. Da hat er mich zuerst aufgehört und hat ihm gesagt, dass ich mit Wasser nie zusammengehört habe. Ich tue bloß auf ein gutes Bier reagieren. Das sei halt so, wenn ich an der Wirtschaft vorbeikomme, dann zieht es alle in die Richtung. Mein Nachbar sagt nachher, ja, da oben im Flügel ist aber keine Wirtschaft. Mein Gott, der Glück, wie ich ihn abzeugen habe. Da, wir fliegen gerade über die Bäckerzerbrauerei. Was er eigentlich schaffen hat, habe ich wissen wollen. Er hat mir so von der Seite angeguckt, warum er das sagen sollte. Erst wie ich zu ihm gesagt habe, ob er den damals zum Verbergen hat, ist es nachher raus mit der Sprache. Er tät mit Windrädern handeln und misst auf Eisen. Ich habe ihn gefragt, ob er nicht einmal über Bayern fahren will. Da tät es zu besetzen, wie auf ihn mit Maschinengewehr schießen.
Ich muss ehrlich sagen, mir hat das gerade gefreut, dass mein Beruf als Europakommissar mich wieder ins Allgäu führt. Ein Bürgermeister-Fitness-Test hat es im Europäischen Parlament beschlossen. Jeder von den Schulteins im Allgäu muss den absolvieren. Sonst steht er aus der Europanorm fallen. Und es gibt keinen Zuschuss mehr. Diesmal ist das Westallgäu-Geld angekommen. Ich habe mir lange überlegt, wo man so eine Prüfung am besten abnimmt. Aber was Besseres wie eine Wirtschaft ist mir da nicht eingefallen. Zuerst durchs Eisdorbel spazieren, nachher ins Maleuchen und habe ich einem Köberer für Erge Biel gesagt, der gleich Wissen hat wollen, der gleich noch mehr Wissen hat wollen. Das war wohl wie ein Stich in ein Erbsennest bei den Bürgermeistern, wie sie das Schreiben wegen der Prüfung gekriegt haben. Vor allem die, die in der zweiten Amtsperiode sind, haben wissen wollen, ob man die Pension trotzdem kriegt, auch wenn man durch die Prüfung fliegt. Mein Taxifahrer, so einer vom großen Vaterland, ist gerade verschrocken, wie wir so durch den Wald gefahren sind und kein Navi gegangen ist. Wo sind wir denn da? Nicht mal mehr das Navigationsgerät funktioniert. Ich habe gesagt, dass das da ein Biosphärengebiet werden soll und da hat man keinen Empfang beim Navi. Du bist ja schon lange nicht mehr nur mal da gewesen, ist mir gekommen, wie ich die Kegelbahn von Maleuchen gesehen habe. Wie wir näher angekommen sind, habe ich zwei Standeseher. Einen großen mit einem Kamelhaarmantel und einen kleineren. Der große hat mit den Händen umeinander mal da und da angezeigt. Mir hat das gerade interessiert, was die zwei wichtig sind. Der Kleiner hat gesagt, der Herr Reis sucht einen Platz für ein Denkmal für die frühere Besitzerin Babit. Mittlerweile ist gerade ein Bus hergefahren und es sind auch schon welche ausgestiegen. Der Chauffeur ist hergekommen und hat gesagt, er dein Buhmannhäuser und sein Bürgermeister von Gästratz und der Chauffeur von den Bürgermeister. Das war aber doch kein Zwingung. Doch, hat der Roman gesagt, ich hab die Herren zusammengekarrt und daher noch, weil sie doch den europäischen Fitness-Test machen müssen. Sind das nachher alle Bürgermeister vom Westallgäu? Na, wird der Berger fehlen noch, hat der Roman gesagt, der Rudolf Heust und Verweiler sei. Der Giebel vergeht für Herrgangspunkt. So wie ich die kennt, war da jeder selbst. Ich habe nachher zu denen gesagt, also, wenn alle da sind, dann fangen wir heute Nachmittag an mit denen Prüfungen. Was man denn alles wissen muss, hat mich jemand gefragt. Mein lieber Reinhard, das wirst du als Heimatürfer schon noch früh genug erfahren. Wenn es der Giebel verärgert zeigt, dann wird es schon schlimmer, hat er zurückgegeben. Was man denn bis Mittag so durch hat, hat einer gemeint. Da Brauerei auch da ist, dann machen wir halt einen Frühschoppen. Sagt der Buhmann von Gästratz. Ich denke lieber Kegeln, sagt der Schädler von Regenbach. Da ist doch so eine schöne alte Bar. Mein lieber Schädler, und der stellt Kegel auf. Die Bahn ist nicht elektrisch, da braucht man einen Schulterer, der aber Kegel aufstellt. Der Reinhard von Holmen gehört sein Bloß, das ist kein Problem. Das machen die Württemberger, die kommen sowieso spät. Wie er das gesehen hat, ist gerade eine ganze Wagenkolonne über die Brücke rumbuckelt. Voraus zwei mit dem Fahrrad, eine Ehre und eine Sie.
Sie hat gehört, Josef, pass auf, ein Auto kommt. Der im vorderen Auto schreit zum Fenster raus, kannst mit dem alten Gipfel nicht auf die Seite fahren, wie er sich kehrt. Ich fahre in mein Argebühl, wie ich will. Und wenn der Bürgermeister von Rangel selten herkommt, ist mir das egal, ich fahre, wie ich will. Ich habe gedacht, man sieht gleich, wer Oberbürgermeister ist und auch ein großes Auto fahren kann. Die Württemberger Bürgermeister hat noch auch mitkriegen wollen. Das hat mich gerade gefreut. Wieder einmal über Leuche kriegen. Wie wir so den ersten Weizen nachgestellt gekriegt haben, hat sich der andere von denen zwei von der Brauerei gemeldet. Duffner, Täter Häuser. Und er wird gern wissen, ob es von Europa auch einen Zuschuss gibt, wenn wir da der frierige Wirtin ein Denkmal setzen werden. In dem Moment ist die aufgegangen und es sind zwei reingekommen, für denen ich bloß einer gekannt habe. Der war früher Bürgermeister von Zell. Er reicht bei der Prüfung nicht mitmachen, aber sein Nachfolger, der Mollherr, mitmacht. Der soll sich noch seine Sporen verdienen. Der Alexis von Oberreiter hat gemeint, ich mach's so noch und noch und mach auch mit. Ein schmaler Hammer mit einer Lederhose ist zweimal aufgestanden und sagt, schreit eigentlich keiner die Masse an, die der Weiß von Meckatz auf den Tisch gestellt hat. Mein lieber Wagenreiter für Isle, schwätzt mir lieber von über das Biosphärengebiet und von den Windrädern bei dir gehört. Der Reichhard von Holmenkirch hat sich nachgestellt und an den anderen nicht noch gekehrt. Jetzt haben wir den Windrad-Scheißdreck Gott sei Dank in eurer Hefe weg und jetzt fangen wir den Württemberg damit den Zeug an. Jetzt wird Täter nicht kolonisiert bei der Lotto. Das ist mir egal, seit der Köber, ich will kein Propeller in meiner Nachbarschaft. Wir werden es nicht, wenn ihr zwei das sportlich ausmachen werdet, schreit der Lotto. Ich war ja gespannt, wer da den Wettbewerb bildet. Der Wagenreiter für Isli oder der Köberfahrer gebildet. Auf jeden Fall habe ich schon lange nämlich zugeschaut beim Andrucken. Nachdem der Weiß nur zwei Kästchen Wein zu trinken lang hat, ist die Gesellschaft aller Gesellen geworden. Die Bürgermeister von denen und denen so gut beim Kegeln zusammen, hat so gut beim Kegeln zusammengeschafft, dass ich die nicht mehr stehen will. Und hat die Prüfungswege einfach den nüchternen Taxifahrer gehen und zum Ausbilder gehen. Da es ja bei der Prüfung auch kein Doktortitel geht. Die hat natürlich alle gestanden. Und für mich war das wieder einmal eine richtige, schöne Art und Weise. Dankeschön.